Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Runde Minecraft auf bausucht.net. Bausucht, hier ein bisschen Werbung.net. Da bin ich jetzt drauf. Ich habe hier auch den einen Rang. Ey. Moment mal. Also so. Das Inventar kann ich hier nicht. Tab kann ich hier wahrscheinlich nicht. Wir gehen jetzt erstmal. Ich bin umgezogen. Ich war vorher auf Gold 1.8 und jetzt bin ich auf Nero umgezogen 1.8, und weil das die gleiche Version ist, hatte man dort dieselbe EC. Das ist jetzt auf Verge und Dash, habe ich eine andere EC und auch ein anderes Inventar, wie dort bei denen auch. Weil es eine andere Version ist. Das heißt, auf Nero bin ich umgezogen und habe meine ganzen Sachen von Gold mitgenommen. Und dann dachte ich mir, neuer Citybit, ziehe ich auf Dash um. Allerdings konnte ich meine ganzen Sachen dort nicht mitnehmen. Weil, ja, hier habe ich jetzt ein paar Sachen schon mal, seht ihr. Ja, slash ph. Ja. Ach, kein Wunder. So, jetzt. Seht ihr hier mein Name, seht ihr in der von links die zweite Reihe, der vierte von unten. King-Rang und ist halt der dritthöchste Rang. Ja. Und hier seht ihr ein paar Nano-Köpfe hier unten. Ey. Oh Gott. Ach, durch die Tür war das. Auch nochmal Nano, eine kleine. So. Ey. Ich hasse diese Türen hier echt. So. Ja, hier können wir mal reingucken. Und ich würde die ja gerne mit slash EC, können wir mal meine EC gucken. Ich würde die ja gerne mitnehmen. Die ganzen Sachen hier. Nur da das eine andere Version ist, geht das leider nicht. Dann können wir hier mal reingucken. Hier, was ich hier alles drin habe. Das werde ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie. Das werde ich behalten, falls ich irgendwann mal wieder hier spielen möchte. Sind schon einige Sachen, die ich hier habe. Hier nochmal reingucken. Ah ja. Ja, dann habe ich hier natürlich King und Supreme. Also slash Head. Ah, muss noch 11 Tage warten. Aber jetzt erstmal slash Lobby. Ach, warum ich überhaupt? Schau mal in unseren besten Werbung. Ich wollte ein bisschen Minecraft spielen, weil ich ja gerade umgezogen bin und noch hier ein bisschen auf Dash bauen muss. Der neue Citybit, der noch in der Beta ist. Ja. Vielleicht kann ich auch, wenn ich wirklich auf Dash Sachen habe, vielleicht kann ich auf, um ein bisschen Geld zu kriegen. Ich habe nämlich nur 5 Millionen. Das ist ja nur, weil wenn wir mal in den Shop gucken. Spawner 10 Millionen. Ja, hier 25 Millionen, so ein schön spinnendes Spawn-Eck. Also 5 Mille ist einiges, aber nicht viel. Und vielleicht kann ich dann auf Citybit Nero mein Gas verkaufen, damit ich ein bisschen Geld kriege. Aber erstmal brauche ich hier was. Ich habe slash ph. Ich habe hier nämlich gestern Unmengen an Eisen gefunden. Ich glaube, ich habe 20 Minuten gefarmt und keine Dias, aber 2 Stacks, die ich schon wieder ein bisschen verbraucht habe, an
Eisen gefunden. Aber der Grund, warum ich eigentlich Minecraft aufnehme, ist, ich hatte Bock, ein bisschen Minecraft zu spielen. Aber musste auch noch aufnehmen. Aber die Zeit. Zeit ist Geld halt. Nein. Aber ja. Da fällt mir ein. Aha. Da Zeit halt Geld ist. Und ich wenig Zeit habe, dachte ich mir, verbindest du das? Slash Spawn. Machst du halt, spielst du halt Minecraft, baust dir ein bisschen weiter und nimmst das gleichzeitig auf. Der Nachteil ist hier noch, das ist alles in der Beta. Die anderen City Builds, da haben eine Farmwelt mit Plotwelt zusammen. Und das hier ist noch getrennt, das heißt, ich habe in der Farmwelt 11 Level und hier 27 Level. Hier habe ich noch meine Eisenrüstung, das heißt, ich muss quasi mit dem Zaubertisch. Hi, willkommen. Muss ich quasi mit dem Zaubertisch oder Amboss hier in die Farmwelt, um dann ein paar meine Level halt zu benutzen. Ach ja, Slash EC kann ich erst hier benutzen. Slash EC. Allerdings ist die EC verbunden. Das heißt jetzt Slash EC. Ja, geht ja nicht. So, hier. Zur Plotwelt zurück. Die Rüstung lasse ich auch in der EC, weil die brauche ich ja eigentlich nur in der Farmwelt und nicht in der Plotwelt. Das heißt, schön, ich habe die in der Farmwelt. Aber ich lasse die dann so in der EC, dass ich immer drauf zugreifen kann. Slash EC. Seht ihr jetzt hier nochmal. Ich spiele zum ersten Mal auf der 1.14. Ich weiß nicht, was es alles gibt, aber ich dachte, nice, 1.14 hört sich geil an. Ziehst du um? Ich wollte nur nie umziehen. Hier kommt noch ein Haus von mir hin. Ich wollte nur nie umziehen, weil ich weiß, wenn ich von 1.8 zu 1.8 ziehe, kann ich, ist die EC verbunden, kann ich mitnehmen, alles in der EC packen, kann ich umziehen, anderen Server. Aber da das hier 1.14 ist, oder wäre ich auf Verge zu 1.12 gezogen, muss ich halt komplett neu anfangen. Und das wollte ich nicht. Aber jetzt dachte ich mir, scheiß drauf. Lager. Das hier ist mein Lager. Ja, ist noch alles im Aufbau. Ich bin erst gestern um 20 Uhr hier hingezogen. Und habe das bis 1 geschafft. Also um 1 habe ich dann aufgehört. Dann habe ich hier, soll irgendwo mein Haus sein. Hier habe ich einen kleinen Vorgarten dann. Hier ist ja auch mein Spawn. Das ist, glaube ich, ein Vierer oder Fünfer Merch, ich weiß es nicht. Hier möchte ich einen Zaun mit Tiere haben. Fällt mir ein. Kann ich ja hier gleich mal einen wegmachen. Ich weiß nicht, was ich hier an Tiere reinhaben möchte. Das kann ich aber erst machen, wenn ich Namensschilder habe, damit die nicht abhauen. Hier, das soll dann so ein großes Gehege sein. Notfalls weite ich das nochmal nach vorne aus. Mit einigen Tieren. Hier habe ich noch kein Dach. Und bin auch noch nicht. Hier habe ich dann meine Schmiede, wo hier unten baue ich dann, glaube ich, ein Loch, wo der Zaubertisch reinkommt. Braucht ein bisschen mehr Platz. Hier habe ich dann Werkbänke, Ambisse, Ofen und Zaubertisch und wie hießen das andere? Nicht Schmiede, hier Braustand. Untergrund zum Lager habe ich extra einen Untergrundweg gebaut. Also in dieser Folge zeige ich euch das eigentlich nur so alles. So, wenn ihr euch fragt, warum ich fliegen kann, ich weiß ja nicht, wer von euch Bausucht kennt, in den legendären Kisten gibt es diese ganzen, oder in den Kisten, die man im Shop kaufen kann, gibt es hier Perks zu gewinnen. Da fehlt mir eigentlich nur noch das Wichtigste, Inventar nach Tod behalten. Aber ich habe keinen Feuerschaden, also schneller abbauen, doppelte XP, Nachtsicht, kein Fallschaden, schneller laufen, kein Ertrinken. XP nach Tod behalten, kein Hunger und Plot fliegen. Das heißt, eigentlich kann ich gar nicht mehr sterben. Nicht ertrinken, kein Fallschaden, nicht durch Hunger irgendwie was verlieren. Lava kann mir nichts anhaben.
Ich kann nur noch sterben, wenn mich ein Spieler tötet auf seinem Plot, also scammt, oder mich ein Mob tötet. Was eigentlich damals kein Problem war, weil ich da ein Schwert mit Plünderung 3 hatte. Und ja, hier auf jeden Fall noch Schärfe 5 oder sowas, was ich hier auch haben möchte. Und Plünderung 3 auf Spitzhacke. Aber hier muss ich halt aufpassen. Noch. Aber ich werde dieses Perk auch irgendwann noch kriegen. Das ist das Letzte, was mir fehlt. Ja. Und bevor ich jetzt weiter rede, slash EC. Das packe ich rein. Das packe ich rein. Das packe ich rein. Ins Lager. Ich habe es natürlich sehr schlau gemacht, wenn ich zum Beispiel hier Eisen hier drin habe und das schmelzen möchte, muss ich es erst rausholen und zur Schmiede. Aber gut. Ah, so. Nehme ich hier nochmal was. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, gut, dann machen wir das so. Essen brauche ich nicht. Es wäre schön, wenn ich hier noch irgendwie Erde zum Klettern ha hätte. Habe ich aber nicht viel. Ich nehme jetzt dies an Erde mit. Dies habe ich auch an Erde. Oh, nehme ich hier Anstieg mit. Kies lasse ich hier und das. Damit ich wenigstens slash EC schon mal was zum Klettern habe. Jetzt mache ich slash Spawn. Wird, wenn dieser City-Build nicht mehr in der Beta ist, auch noch geändert, denke ich mal, dass Inventar verbunden ist, dass man mit Slash Warp Nether oder Warp Farmwelt, dass man da reinkommt, aber hier einfach damit man sieht, dass das Beta ist, soll man auf dem NPC drücken. Hier ist mein Inventar wieder leer. Jetzt muss ich hier ab der Linie funktioniert. Slash EC, mache ich den hier. Hol mir das raus, was ich brauche. Essen brauche ich nicht, weil ich keinen Hunger habe. Also keinen Hunger haben kann. Es sei denn, ich deaktiviere es. Also wenn ich wirklich Survival haben will, deaktiviere ich es. Ja. Und Licht brauche ich nicht, weil ich nachts nicht habe. Aber ich weiß nicht, warum ich es ist zwar nicht sehr survivalig hier so, aber ich weiß nicht, warum ich es deaktivieren sollte. Ich meinte, ich habe es gewonnen. Also behalte ich das auch. Aber das ist halt nur Plotfliegen. Hier kann ich leider nicht fliegen. Das wäre doch schön. Also so ein bisschen Survival ist hier schon drinne. So. Nochmal. Deine Mutter heißt der eine hier oder die eine. Jetzt habe ich genug gelabert, jetzt werden die nächsten, das wird ein paar Parts, wird das hier gehen, bis ich wieder Lust habe auf was anderes gerade. Aber, oder Zeit habe er ja gesagt. Aber ein paar Parts werden wir hier verbringen. Das heißt, das ist auch der einzige Part, wo ich wirklich was erkläre. Die anderen Parts wird dann mehr mit in der Farmwelt oder vielleicht Netherwelt sein. Oh, ist das ein Wolf? Das ist noch ein Wolf. Oh, ich würde dich gern mit, aber ich habe keinen Knochen. Schade, ich dachte, vielleicht droppst du mir jetzt ein Ei. Das war ein leises Hoffen auf diesem Server. Weil ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe ja keinen Knochen gehabt. Aber hätte ich denen einen Knochen gegeben, ich weiß wirklich nicht, habe ich nie ausprobiert. Ich habe nie einen Wolf gesehen. Hätte ich denen einen Knochen gegeben und die teleportieren sich im Singleplayer ja hinter dir her. Hätte der sich mit mir zur Farmwelt teleportiert und ich hätte ihn dahin setzen können? Ich glaube nicht. Ich hätte dafür schon ein Wolfei gebraucht.
Ach ja, ich benutze jetzt das zweite Intro, weil ich gelesen habe. Danke für die Kommentare, aber ich habe gelesen, dass euch das zweite mehr gefällt, also werde ich das auch nutzen. Ich weiß, hier gibt es Schildkröten, finde ich, die hier haben Wasser und Delfine. Ich weiß nicht viel. Aber ich würde gerne einiges töten. Nicht, wenn ich Eier davon habe. Dann werde ich die entweder, wenn ich Geld für einen Spawner habe, weil ich so schlau war, meinen letzten abgebaut habe. Wenn ich Geld für einen Spawner habe, setze ich mir das wichtigste Ei, was ich habe, im Spawner. Und ein paar, wenn ich Name-Tags habe, Namensschilder, damit die nicht despawnen, werde ich andere Tiere im Gehege sperren, wenn ich Eier habe. Also habe ich ja, aber ich brauche noch Name-Tags. Ich weiß, ich rede mal wieder zu viel. Er meint wahrscheinlich, hat kein Schwert XD. Ich gebe dir gleich XD. Keep Inventory. Ja. Hättest du in der EC packen müssen, so wie ich. Mal gucken. Wollen wir uns hier unterbauen? Perfekt. Dann fangen wir mal an mit den Farmen. Wir fangen an zu farmen, wir fangen an zu farmen. Wir fangen an zu farmen, wir fangen an zu farmen. Ich hätte gerne Diamanten. Bitte mir Diamanten. Eisen nehme ich auch gerne, aber ich hätte gern Diamanten. Ach ja, und die Steine brauche ich halt auch daraus. Ich packe die in den Ofen, kriege dadurch erstens XP. Hier ist ja viel los. Und zweitens, also wenn ich die verbrenne, ich benutze keinen Bruchstein, sondern normale Steine für meine Häuser. Und da kriege ich XP, wenn ich die verbrenne. Und das macht halt mehr Sinn. Sieht auch schön aus als so Bruchstein. Also hier das übrigens, dass der nicht abgebaut wird. Das liegt schätzungsweise an der Beta. Ich höre Lava. Wir sind in der Höhle. So, das seht ihr jetzt, dass ich nicht verbrennen kann. Irritiert nur. Quasi so, als hätte ich einen Feuerresistenztrank geschluckt. Dabei war ich hier noch gar nicht in der Nether. Hier würde jetzt auch, würde gerne mal hier in der Nether sein. Aber erstmal brauche ich generell Starter-Equipment und das heißt Diamanten. Weil ich die Kohle habe, habe ich gestern schon gefragt, wer hat Bäume und Diamanten und sowas, oder? Aber niemand hat geantwortet. Wahrscheinlich verkauft das hier niemand. Vielleicht werde ich Musik im Hintergrund packen und vielleicht auch nicht. Das weiß ich auch noch nicht so genau. So. Arsch, wie schön. Jetzt, ich habe nur trotzdem keine Diamanten. Na, wir können ja mal gucken, auf ab 9 waren, glaube ich, Diamanten oder ab 11. Ich weiß es nicht genau, aber wir sind hier gerade auf 11. Das heißt, rein theoretisch kann ich hier noch gar keine Diamanten finden. Wenn ich richtig liege, kann ich hier so. Hier könnte ich dann Diamanten finden. Eigentlich Schwachsinn. War das 9 oder war das 11? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ganz unten war. Und ich weiß auch, dass ich gestern zwei Stacks Dingens hier gefarmt habe. Ich hätte gern meine Plünderung 3 wieder. Blödes Ding. Ja, gestern zwei Stacks Eisen und nicht mal einen Diamanten gefunden. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Vor allem, ich finde alles, aber keine Diamanten. Sogar schon dreimal Obsidian gefunden.
Aber warum sollte mir Diamanten geben? Macht doch überhaupt keinen Sinn. So cool. Mal gucken. Nur drei Diamanten, das würde mir erstmal reichen. Bin ich wenigstens mein Zaubertisch. Nee, ein paar Diamanten schon mehr. Also, ich würde sagen, oh, Lapis. Drei Diamanten, damit ich Obsidian sammeln kann und dann zwei Diamanten noch, also fünf Diamanten, damit ich mir den Zaubertisch craften kann. Aber dann fehlt mir auch wieder die Leder, um die Bücher dafür zu craften. Mann, es ist echt anstrengend, wenn man umzieht. Ihr habt ja gesehen, was ich seit Gold schon gesammelt habe. Und das habe ich einfach alles mit zum in den Umzug genommen, weil die EC war verbunden. Ich konnte einfach, ja, alles in die EC packen. Und vier, fünf Mal bin ich dann gegangen und habe dort alles einsortiert. Aber hier muss ich komplett neu anfangen. Aber ich finde, ich bin schon ganz schön weit dafür, dass ich gestern angefangen habe, gestern Abend. Für 3 Stunden, die ich da gespielt habe, oder 4. Vielleicht auch 5, aber nicht länger. Ah, hier schon wieder Eisen. Und dann aber auch gleich kein Diamanten, aber hier 20 Eisen beim einmal Eisen finden. Zehn, weil 20 waren ein bisschen übertrieben, aber nur ein bisschen. Aber wenn man immer 10 Eisen auf dem Mal findet, dann ist das nicht schwierig, hier 5 Stacks zu sammeln. Vielleicht hat deswegen jemand Diamanten verkauft, weil die so selten sind. Ich weiß es ja nicht, vielleicht ist das hier ja mit Absicht so, dass die Diamanten so selten sind. Ich habe echt keinen Plan. Nur ohne ein Diamantschwert gehe ich ungern in die Nether. Schon wieder da Eisen, so. Und guck mal, wie viel Eisen. Ah, da ist immer noch ein Eisen. 7 Stück diesmal. Und nichts vergessen, okay. Also ich glaube, die haben die Spawnrate für Diamanten auf 0 gesetzt. Ah, da fällt mir ein, ich sollte den Part auch mal beenden. Ab ins Loch. Gute Nacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal was anderes. Hab ja Ewigkeiten kein Minecraft aufgenommen. Ach ja, und guckt in meiner Videobeschreibung zum Partnerschaft Discord. Joint da ruhig mal drauf. Ist in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielleicht finden wir dann ja mal ein paar Diamanten. Dann meine letzten Worte sind haut rein, bis zum nächsten Part und passt auf euch auf. Tschüss.